Kneipen ist eine Anwendungsform, und zwar in der Hydrotherapie, also in der Wassertherapie hauptsächlich. Die Wasseranwendungen werden grundsätzlich gemacht bei Durchblutungsstörungen, zur Stärkung des Immunsystems, bei verschiedenen Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch sehr gut anzuwenden. Man soll zwischen 10 bis 20 Sekunden im Kneippbecken laufen, im Storchengang, dass immer wieder die Extremität aus dem Wasser kommt und immer wieder der hydrostatische Druck aufgebaut wird, zwecks der Gefäßkontraktion. Im Armbecken erlangt es wirklich, wenn ich beide Arme gleichmäßig langsam bis weit über den Ellbogen eintauche, kurz bis 10 zähle und dann wieder raus. Auf keinen Fall die Anwendungsbereiche hintereinander machen. Grundsätzlich ist Kneipen geeignet auch im Kindesalter. Es gibt eigentlich altersmäßig keine Beschränkungen. Also jeder, auch im hohen Alter, der noch einen relativ guten Allgemeinzustand hat, kann kneipen, sollte auch kneipen, weil wir wissen ja, gerade auch die Stärkung des Immunsystems ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Sich da noch ein Viertelstündchen hinsetzen und dann kann man wieder seine Wege ziehen. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt.